Was riecht denn? Sie haben doch letzte Woche so einen Agenten gezeigt, der ihr eigenes Unternehmen virtuell so nachempfunden hat und wo es so einzelne Aufgaben erfüllende Bots dann gibt, Chatbots. Aber was soll ich denn jetzt? Ich habe eine Rechtsanwaltskanzlei. Wie kann mir denn das helfen? Ganz genau. Der nächste Schritt wird natürlich sein, dass ich deine Rechtsanwaltskanzlei auch mit virtuellen Helferlines ergänze. Nicht ersetze, sondern ergänze. Das gucken wir uns dann im KI-Talk an und werden einfach mal vorbeischauen und einfach schauen, wie, na, ich habe hier schon mal ein Beispiel gebaut, einen Generalisten-Anwalt-Kanzlei-Bot habe ich hier gebaut. Das ist ein Starter, also damit fängt man an. Und wie man hier auch gut sieht, das in diesem Toshi-Agenten findet man also das Organigramm für alle deine virtuellen Helferlines für einen Anwalt, für die tägliche Anwaltsarbeit. Und diese Mitarbeiter erfüllen für die Rechtsanwaltskanzlei alle Aufgaben eines Anwalts, zum Beispiel Fälle lösen, Mandanten betreuen, Kanzleiorganisation in höchster Effizienz. Wie das funktioniert, anschauen unter richterschema.com, einfach vorbeischauen und ja, sich anmelden. Kostet nichts, alles kostenlos, aber mit höchster Effizienz zeige ich euch, wie diese kleinen Helferlines einfach euch weiter voranbringen. Freue mich auf euch. Bis nächsten Montag, 18 bis 19 Uhr, richterschema.com anmelden.